Hi, ich bin Froni. Das sind meine Wuffs, Hamlet und Barney, komm mal her. Barney, komm mal her. Sie weinen, prima, gut. Geh mal aufs Playspot, geh mal da hoch. Super. Heute gibt's meine Trainingsvarianten mit dem Playspot Teil 2. Wir fangen genau da an, wo wir letztens aufgehört haben, und zwar bei der Distanzkontrolle. Handling gerade im Dummy-Training oder grundsätzlich Distanzkontrolle ist ja cool. Bei mir natürlich zielt es mal wieder alles auf die Dummy-Arbeit ab. Aber ich kann hier durch die Playsports meinem Hund einfach schön zeigen, guck mal, geh nach da. Und ich kann ihm auch schon so die ersten Handling-Zeichen gut mitgeben mit relativ geringem Aufwand und auch noch ohne Beute, was richtig schön ist. An all die Dummy-Leute unter euch, ihr kennt ja wahrscheinlich schon die Richtungsangaben, dass ich meinem Hund sage rüber oder nach hinten, also rüber oder out, back, bei mir heißt es out. Da mache ich immer mal wieder ganz gerne so Übungen mit dem Placeboard, einfach um es dem Hund nochmal klarer zu machen. Komm mal hier, Schatzi. Das heißt, ich setze ihn hier ab, sitz, ich lege Kekse aus. Wenn euer Hund es noch nicht so gut kann, würde ich euch raten, den Keks immer nur dahin zu legen, wo ihr euren Hund auch hinschickt. Sonst kann es natürlich passieren, dass er Fehler macht und dann trotzdem seinen Keks bekommt, was doof wäre. Und zwar Nummer uno, ich schicke ihn einfach mal ganz easy nach da drüben. Rüber. Rein der Pup. Komm her. Hamlet, geh her. Hui, supi. Sitz. So. Und jetzt schicke ich ihn nach hinten über die andere Schulter, logischerweise, weil hier meine Verleitung ist. Out! Fein. Süße kleine Übung kann man halt toll mal im Garten auch machen oder so. Oder wenn das Wetter jetzt kacke ist, vielleicht sogar im Wohnzimmer und hat einfach so ein bisschen Handling-Training. Und kann dem Hund nochmal ganz klar machen, hey, schau mal, was will ich denn eigentlich, wenn meine Hand nach oben steht oder wenn sie auf der Seite steht. Variante 2 mit dem Placeboard. Ich benutze es noch total gerne, um den Vorsitz mit dem Dummy zu üben, weil auch hier wieder der Hund ist stationär fixiert. Das heißt, er weiß, er soll in diesem Bereich bleiben und idealerweise vielleicht auch noch sein Popo nach unten packen. Das heißt, ich kann damit anfangen, natürlich immer vorausgesetzt, der Hund kennt das Placeboard, er weiß, dass es da was Gutes gibt und er weiß, dass er da idealerweise auch sein Popo nach unten packt. Bunny! Ich würde so starten bei einem unerfahrenen Hund, dass ich, okay, bring's, dass er das Dummy in Bewegung bringt. Ich warte hier hinter dem Placeboard. Hoi, super! Jetzt kennt das natürlich schon und packt sein Popo nach unten. Idealerweise passiert das direkt und ihr schaut, dass ihr den Dummy in die Hand bekommt, bevor er auf den Boden fällt. Was aber als Zwischenschritt auch schon toll wäre, wenn der Hund einfach nur steht und den Dummy Empfang behält. Als ersten Schritt wäre das schon mal klasse und dann taste ich mich da langsam an den Vorsitz ran. Und dann kann ich sagen, guter, guter, guter. Oh, Dankeschön, klasse. Komm her. Komm her. Jawohl. Fein. Ganz toll. Klasse. Und dann wird natürlich das Halten maximal belohnt. Ist das toll? Ist das toll? Danke. Guter Bub. Super. Wenn ihr mit eurem Hund auf Ausstellungen geht, könnt ihr das Placeboard, beziehungsweise ihr bräuchtet dann zwei Placeboards, toll dazu nutzen, ein schönes Stehen zu üben, also einen schönen Stand des Hundes mit schön viel Körperspannung und rechten Winkeln. Prima. Sehr gut. Klasse, guck mal, bin ich ein ganz, bist du ein toller Bursche. Super. Prima, okay, dann machen wir nochmal. Ich mache mal nochmal. Nee. Ja.
Am besten baut ihr da irgendwie noch, ihr macht das am besten vorm Spiegel. Dann seht ihr genau, ob der Hund auch schön steht. Genau, also hier soll es ja möglichst gerade nach unten gehen. Hier möglichst gerade Winkel, ne? Ihr kennt das. Gut, okay. Das hat gut funktioniert. Hi. So, Variante 4. Ich kann dem Hund toll ein Voran beibringen mit dem Placeboard, einfach weil ich ein schönes Ziel habe. Nämlich hier mein kleines Podestchen. Wichtig ist, ihr nehmt dafür nur einen Keks und platziert diesen Keks mit einem kleinen Geräusch auf dem Placeboard. Der Hund sollte sitzen bleiben. Und so kann ich mir eine schöne Apportiersequenz bauen, bereits mit einem Voran, ohne dass ich Beute brauche. Das ist auch hier wieder der schöne Vorteil. Ich brauche keine Beute, aber ich kann schon Verhalten formen. Sitz. Brr, brr. Wichtig, immer nur ein Keks, weil ich will, dass der Hund ja dann wieder zurückkommt. Und jetzt kann ich mir schön überlegen, wie möchte ich denn bei meinem Voran ausschauen. Mein Fuß. Möchte ich den Hund gescheit Fuß? Möchte ich den Hund so voranschicken? Möchte ich ihn so voranschicken? Möchte ich ihn so voranschicken? Da kann ich mich schon mal eingrooven und meinem Hund schon mal zeigen, wie schaue ich denn aus, wenn ich dich voranschicke. Und dann, er weiß ja, wo es hingeht, achte ich darauf, dass der Hund auch wirklich dahin fixiert, wo es hingehen soll. Ne? Nämlich Richtung Keks. Voran! Ja, toll! Und wir haben eine schöne Einweiseübung. Barney! Toll! Und holen ihn uns dann gleich wieder zurück. Dann haben wir sogar eine Apportiersequenz. Ich mache es nochmal an einem Stück. Sitz. Guck mal. Sehr fein. Gut gemacht. Voran. Feiner Bub, Bunny. Ganz schnell. Ja. Toll gemacht. Ist nicht mehr der Schnellste, gell? Super. Variante 5 für Training mit dem Placeboard ist der sogenannte Elefantentrick, den ihr auch mit dem Placeboard toll machen könnt. Da geht es in erster Linie um die Fußarbeit und auch so um die Koordination der Hinterbeine. Das heißt, ich schaue, dass der Hund diesmal nur die Vorderbeine auf dem Placeboard hat und führe ihn dann um das Placeboard herum. Fuß. Fuß. Toll. Fuß. Hier Wein. Fuß. Prima. Fuß. Oh, ja, ja. Ja, klasse. Prima. Super. Also ich festige dadurch wirklich nochmal schön mein Fußsignal. Und viele Hunde wissen gar nicht, dass sie ihre Hinterbeine so koordiniert bewegen können. Also da schule ich auch noch so ein bisschen die Koordination und die Bewegung. Und die Hintermuskulatur. Fuß. Oh, toll. Oh, toll. Oi, toll. Oh, Fuß. Oi, toll. Fuß. Oi, klasse. Super. Eine Bonusaufgabe ist mir gerade noch eingefallen, was ihr natürlich auch toll üben könnt, ist das Sitz auf Distanz, beziehungsweise alle Verhaltensweisen auf Distanz. Sitz, Platz, Kopfstand auf Distanz. Gerade mit dem Sitzpfiff könnt ihr schön einen Sitz in der Distanz auftrainieren mit Hilfe des Placeboards. Auch hier wieder Grundvoraussetzung, der Hund muss das Placeboard kennen und muss wissen, dass sich ein Sitzen auf dem Placeboard auch lohnt. Das heißt, ich schicke den Hund auf das Placeboard und packe da meinen Sitzpfiff drauf. Anni, ja? Sehr fein. Ja. Jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen in die Distanz gehen und sagen, ich mache das von weiter weg. Anni, geh mal da hoch. Feiner Wurf. Komm her. Toll, gut gemacht. Gut gemacht. Klasse. Ist okay. Super. Also habt Spaß mit dem Placeboard, tobt euch aus. Es gibt sicher noch eine Million Sachen mehr, was ihr alles damit üben oder trainieren könnt. Wichtig ist halt, es ist ein Hilfsmittel. Das heißt, ich muss es auch immer wieder abbauen. Aber es hilft mir einfach, Verhaltensweisen einzufangen oder leichter zu erstellen oder umzusetzen, die ich sonst im Zweifel vom Hund nicht so leicht kriegen würde. Gell? Ha, kleiner Spacko.